Moinsen Leute und willkommen zu genau richtig FIFA Let's Play FIFA 16. Jupp, so kann es manchmal auch aussehen. Wir spielen heute am 2. April, obwohl eigentlich ist es die Folge vom 1. April, aber ganz ehrlich, 1. April, Leute von heute. Ich muss nichts sagen, im Endeffekt würde mir da an dem Tag gar nichts glauben. Also haben wir es heute auf heute verschoben. Und andersrum, ich dachte mir gestern, wir machen mal Doppelfolge Mario Kart. Dann ist das auch gut durch und ja, dann können wir jetzt auch den Abschluss genießen, besser gesagt von gestern. Heute geht es weiter. Heute ist es im Endeffekt 3 Folgen, das ist echt unfassbar. Heute, jetzt, ne, seht ihr das, nachher kommt der FC Ingolstadt und heute Abend geht es nochmal weiter. Diesmal haben wir das nämlich gedreht, dass der FC Ingolstadt sozusagen als Sandwich gilt. Wir haben die neue Mannschaft aufgestellt. Ich habe die neue Mannschaft aufgestellt. Das ist die neue Mannschaft, die wir den nächsten Monat begleiten sollten, theoretisch. Wir haben eine 80er Stärke, das ist schon ganz schön heftig. Liegt aber wahrscheinlich echt daran, dass wir Iniesta haben. Sonst, glaube ich, wäre es keine 80er Mannschaft. Und ja, das ist die aus meiner Sicht bestmögliche Aufstellung für diesen Monat. In der Regel machen wir ja immer am Anfang des Monats eigentlich die bestmögliche Aufstellung. Danach müssen wir halt so gucken, was wir noch übrig haben. Alles andere wird sich gleich noch zeigen. So, genau, alles andere wird sich gleich noch zeigen. Wir gucken erstmal bei den Turnieren, ob es irgendwie ein neues, interessantes Turnier gibt, das wir eventuell spielen könnten. Aus der argentinischen Liga und aus der niederländischen Liga. Theoretisch können wir das, glaube ich, machen sogar, ne? Theoretisch können wir das machen. Schauen wir mal. Spieler? Nee. Spieler aus der argentinischen und niederländischen Liga. Europa? Gucken wir einfach mal. Niederlande haben wir 9. Wenn wir jetzt 9 Argentinier haben, dann können wir das echt überlegen. Wo ist denn Argentinien? Da hinten. 13. Sollen wir das machen? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir gucken mal, wie das Spiel heute laufen wird. Dann gucken wir, wie die Sache ist. Denn ich wollte heute online spielen. Wir wollten heute wieder ein Online-Match spielen. Und wir haben als letztes Jahr so mit Ach und Krach da durchgekommen. Und dieses Mal ist es genau dasselbe Ziel. Also, wenn wir da durchkommen, ist alles gut. Ja, ich bin wieder mal ein bisschen erkältet. Aber das ist, wenn ich irgendwie durchgehend. Das Einsteigen in eine Partie ist vorübergehend deaktiviert. Da-dab, da-dab, da-dab. Schön. Warum? Gut, dann werden wir es anders machen. Ich habe beim nächsten Teil beim FC Ingolstadt eigentlich gesagt, wir machen dasselbe wie beim Online-Match, aber okay, dann machen wir es halt nicht. Dann spielen wir halt den Cup und wir spielen den Cup, wie gesagt, normalerweise dürften wir diesen Cup ja nicht spielen. Normalerweise nicht und von daher ist das natürlich so eine andere Sache für sich. Das ist natürlich dann so ein extra Ding. Würde ich sagen, ich hatte ja schon am Anfang des Let's Plays gesagt, so welche Cups sieht es ein bisschen anders aus. Wir nennen das dann Food Cup, würde ich mal sagen. Dann kann man auch dann dementsprechend daran was sehen. Und dann spielen wir halt die nächsten Folgen, Mehrzahl Folgen, dann das. Wir haben nur 11 Stunden Zeit, ne? Aber andersrum, ihr seht das ja hier ein bisschen. Außer wir haben jetzt hier kein Torwart, ne? Das wäre natürlich ganz schlecht, aber doch, haben wir. Wir haben unser Torwart, ja, ja, ich weiß Bescheid. Wir haben Torwart. Da brauchen wir nicht hier groß thematisieren, lamentieren, laminieren. Da haben wir den. Wir haben einen Torwart. Wir haben genug Torhüter. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie jetzt einen schlechten Torwart haben. So. Nein. Obwohl theoretisch doch. Wir können ja... Genau, zum Beispiel sowas machen. Das ist zum Beispiel so eine Sache... die ich noch nie gemacht habe, aber theoretisch könnte man das machen, dass wir hier die Einstellungen einstellen, aber ich glaube, das macht auch keiner von euch, oder? Doch, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aktion, nein, nicht Aktion. So, nein, wo war das denn jetzt? Assistent, da. Wir wollen jetzt Spieler nicht ersetzen. Wir spielen als erstes mit den Spielern aus den Netherlands.
Ja, ich sag auch wirklich Niederlande. Es ist einfach so, weil ich das nicht so einsehe, dass das irgendwie die Holländer sind, weil sie es nicht sind. Es sind die Niederländer. So, dann als nächstes die Argentinier. Nein, nein, doch nicht die Australier. Oh, buh. Deutschland ist dabei. Yay, nein. Gut, tauschen, müssen wir das halt separat machen. Aktive Position, nö. So, aber es kann auch sein, echt, das wäre hier krass, wenn wir das hier echt auch jetzt noch nicht hinkriegen, ja? Also, ich weiß nicht warum, aber es wäre krass. Da haben wir doch einen. So, stellen wir den nächsten hier. Wir haben noch Tevez, ne? Stimmt, wir haben noch Tevez. Ich weiß, völlig falsche Position, aber ich denke mal. So. So, was können wir denn überhaupt da jetzt noch bauen? Zack. Voll. Voll hier rüber. Und dann noch ein Argentinier hier in der Mitte. Ja, sieht doch schick aus. So, einen richtigen Niederländer da rein. Dann haben wir hier eine richtig niederländische Abwehr. So, und zack. Andersrum, natürlich müssen wir dann jetzt auch diese Boosts nutzen. Aber ich glaube, dafür sind die auch im Endeffekt da, ne? Dafür sind die im Endeffekt da. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, haben wir einen argentinischen Trainer? Jo, aber. Also verlängern wir heute mal alles. Eigentlich normalerweise ungewöhnlich, aber komm, das passiert. So, also, Aktionen. Dann machen wir hier Verlängerung. Objekt anwenden. Vertrag. Kleiner Vertrag. Braucht ja nicht so viel. So, Isfitch hat auch noch einen Vertrag. Goldvertrag für Coit. Ist Coit gar nicht am Anfang des Monats? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, der ist am Anfang des Monats, hat er auch ein Dings, ein Goldding gekriegt. So, dann hier Verteidiger verlängern. Also wenn die jetzt hier alle im Team der Woche sind, im Team des Jahres sind, dann ist es natürlich super. Sonst verplempern wir jetzt gerade hier die ganzen Verträge. Da hinten haben wir noch einen, der keinen Vertrag hat. Aber ich weiß gar nicht, ob die jetzt wirklich im Team des Monats drin sind. Also unser Torwart, klar, den müssen wir verlängern noch. Aber der ist auch gesetzt, das weiß ich mittlerweile. Da brauchen wir nicht hier groß überlegen. Und dann den kurzen Vertrag. Sehr schön. Dann haben wir das auch. Ja, super. 8 Minuten haben wir jetzt verplempert durch irgendwas. Aber ich denke mal, das ist schon so in Ordnung. So, nochmal Wechsel hier in der Mitte. So, und dann haben wir das. Ah, der Manager fehlt noch. Ja, Manager fehlt noch. Anwenden, Manager, Objekt, Vertrag, Silber und zack. Gut. Oder? Dann spielen wir den Cup. Auch eine interessante Sache. Und wir haben eine hohe Chemie im Endeffekt. Und ich bin völlig überrascht. So, North or South. Gucken wir mal. Wir spielen als erstes gegen die Ajax Amsterdam. Ei! Aber okay. Aber andersrum, hey, wir haben die beiden Stürmer vom Monat März. Nee, Februar. Monat Februar. Die beiden kennen wir ja bestens. Und das Einsteigen in eine Partie ist vorübergehend deaktiviert. Super. Das heißt, selbst das können wir nicht machen. Schönes Ding. Sauber gemacht, Leute. Seht ihr? Und das ist eigentlich der erste April-Teil, ne? Das ist der erste April-Teil. Also. So, einmal kurzer Cut gewesen. Hier wurde nämlich gezeigt, wie wir denn gegen die Gladbacher gespielt haben. Wie gesagt, ich habe ja schon vorher gegen die Gladbacher gespielt. Wir spielen heute Skillspiele dann. Ja, mir bleibt ja auch nichts anderes übrig. Also, ich hatte ja sowieso vor, mal irgendwann die Skillspiele hier mal anzufangen, weil einige Sachen ja hier auf Null sind. Und dass wir hier mal ein bisschen gucken können, wie die Platzierungen sind. Also, Flachpass, ja. So eigentlich auf Platz
2 im Endeffekt, weil alle davor punktgleich sind. Würde ich sagen, reicht. Ja, in der Weltrangliste, das ist ja irgendein Cheater da oben. Aber ganz ehrlich, wie um Himmels Willen kriegst du so viel? Egal. Hier, Flachpass. Ja, ich fast schon sagen, dass wir das nochmal machen. Oh, da sind wir weit unten. Da sind wir weit unten beim Schießen. Dann haben wir hier. Da sind wir auch nicht so weit. Dribbling. Sind wir auf Platz 2. Fortgeschrittenes Dribbling. Sind wir irgendwie weit unten. Machen wir das heute. Wie gesagt, ich wollte ja spielen. Ne? Ihr habt das ja gesehen, aber irgendwie geht es nicht. Andersrum, ja, ist jetzt natürlich extrem ärgerlich, dass wir jetzt auch das nicht spielen können wegen dem Cup. Ich kann mir gut vorstellen, weil ich eigentlich heute Nachmittag was vorhab. Arg! Ah, ja. Zack, zack, bestimmt, zack. Also heute so ein Ultimate Team Tag, der eigentlich nicht sein soll, der eigentlich im Endeffekt, deswegen wird es wahrscheinlich auch als Thumbnail später ganz anders aussehen. Wie gesagt, eigentlich hatte ich das ja heute anders vorgehabt. Also heute spielen wir hier das da. Eigentlich doof, aber egal. Ja, was wollte ich eigentlich sagen im Endeffekt? Ja, gestern kamen die beiden Mario Kart Teile. Zweimal Mario Kart. Und anschließend war das so geplant zumindest, dass wir da damit mit dem Projekt dann sozusagen durch sind. Und das war jetzt gut, oder? Da war das sogar... Naja, also so gut war es jetzt nicht. Wir sind weiter noch Platz 9. Aber Platz 2 ist noch nicht mal mehr drin. Ach ja. Eigentlich gibt es so geplant, genau, dass wir das so machen. Und wir spielen jetzt Heber. Da sind wir noch nicht mal in den Ranking-Listen. Oh je. Wahrscheinlich dürfen wir Heber nicht so spielen, ne? Ich weiß es nicht. So, 1000 Punkte. Also Mario Kart, hatte ich zumindest jetzt geplant, demnächst dann eine Serie zu machen. Davon. Wie, wo, was, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Ja, weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht und wir sind auf Platz 1. Wir sind der Vollskiller, oder? Voll der Skiller. Wir machen direkt den Silberdings weiter. Weil wenn wir hier Vollskiller sind, dann... ja, das war jetzt nicht so gut. Aber der kam trotzdem an. Aber Platz 1, Leute von heute. Habt ihr das nicht ernst genommen oder was los? Ja, der war schön. So, ich glaube, das wollen die auch so, dass wir das hier wirklich bis zum Ende durchziehen. Und zack. Bis zum Ende durch. Danke. Ja, Mario Kart wird dann wahrscheinlich nochmal von mir online gefahren. Online gegen aber Hans und Franz da draußen. Nicht gegen den Henrik und den Flui. Das werden wir nach der Session, nach dieser Online-Dings, also sozusagen als Staffelfinale werde ich das machen. So sieht's aus. So. Dankeschön. 5800 Punkte. Das ist Platz 5. Ist in Ordnung. Da waren die wahrscheinlich ein bisschen besser alle. Aber das macht auch nichts. Ach ja, mein Lieblingsding. Also wer das, da, wer da noch schwache Erinnerungen hat, Leute von heute. Der ist gut. Boah, was war das denn jetzt? Genau, und das war immer dann durch die Mauer gehen. Lalalalalala. So, und danke. So, den nächsten. Ah, schade. Eigentlich theoretisch. Was? Der war noch drin! Oje, oje. Normalerweise ist, soll der Heber ja so sein, dass du im Endeffekt, genau. So machst und jetzt kommt Tor, jetzt komm wieder zurück, jetzt komm wieder zurück, jetzt komm wieder zurück, jetzt komm wieder zurück, ja! Und Pfosten.
soll dir eigentlich Heber zeigen, dass du theoretisch auch über den Spieler rüberheben kannst. Danke. Wir das theoretisch aber so gut wie nie machen, weil, warum? Dankeschön. Vier Versuche noch übrig. Das ist viel aus meiner Sicht. Kriegen wir dafür viel? Ja, wir kriegen dafür viel. Wir kriegen viel für viel. Und sind auf Platz 3. Let's play Big Boss auf 1. Ja. Mitgemacht haben, sage und schreibe, 11. So, Heber Challenge. Aha, wir sind auf Platz 5. Es haben insgesamt nur 5 mitgemacht und wir sind Fünfter. Aber da würde ich schon fast sagen, dass wir das auch weiterhin machen. Weil die 200, das kann ich besser. Das kann ich besser, das weiß ich. So. Ein bisschen Langeweile, aber hey, kein Grund zum traurig sein. Axt! 600. Komm, schaffen wir nochmal. Obwohl, warum kriegen die anderen, warum haben die anderen so viele Punkte gekriegt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Mario Kart geplant von mir, dass wir nochmal ein paar Online-Dinger machen. Ah! Okay. Annahme und wieder rüber. Und dafür gibt es verschiedene Punkte. Okay. Ist eine interessante Sache, aber ich weiß nicht, ob das so brillant sein sollte. Aber okay, dann spielen wir halt ein bisschen hier hin und her. Sonst, ja, ganz viele 1. April-Leute da draußen. Also, da haben ja auch ganz viele sowas gepostet wie, dass sie aufhören oder was weiß ich. Was war euer April-Scherz dieses Jahr, was ihr gedacht habt, ey, das ist wirklich echt. Ja. Ist okay, Platz 4, aber ganz ehrlich, das ist todeslangweilig. Wahrscheinlich mache ich irgendwas falsch in dieser Challenge. Macht aber nichts. Wir haben ja Gold. Das ist ja spannend. So. Als nächstes verteidigen. Meins? Weiß ich nicht. Ich hatte kurz echt lauer geglaubt, als gesagt worden ist, dass. Ja. Echt kurz geglaubt, als gesagt worden ist, dass Stefan Raab bei ZDF hingeht. Das habe ich kurz echt geglaubt. Aber, nun gut. So, das war jetzt nicht sehr gut, ne? Das war echt schlecht. Zwölfter. Aber besser als vorher, ne? Andersrum, ich habe das eben als erstes nicht mehr der Grätschisch verstanden. Ich dachte, ich muss ein ganz normaler Zweikampf durchführen, aber das war nicht der Fall. So. Danke. 4000. Ich würde mal sagen, das ist das Maximum in diesem Spiel. Wir sind auf Platz 6. Wahrscheinlich, weil die anderen alle schon vorher vor uns die 4000 erreicht haben. Na, ist auch egal. Boah, der. Ja, genau. Der ärgert mich hier jetzt. Das braucht man nur dazu sagen. Aber wir versuchen gleich. Das ist schwach. Wir versuchen gleich nochmal, wie das mit dem. Ob das jetzt funktioniert mit Ultimate Team. Wenn ja, dann ist super. Wenn nein, dann ist tragisch, aber dann ist es so. So, das war jetzt gut dagegen, ne? Das war jetzt sehr schön dagegen. Wir sind auf Platz 2. Es gibt nur einen einzigen, der besser ist. Und das ist Robben 2406. Einen herzlichen Gruß von hier. Falls er sich das jetzt hier anguckt, die Skillspiele. Falls nicht, dann eben nicht. Ja, lauft mal durch. So, und das ist jetzt sehr weite Strecken, ne?
Wo sind meine Punkte? Ja. Und der letzte kommt. Ja, der stoppt auch noch. So ein... Ah, Mann, ey. Minuspunkte. Platz 28. Eieieiei. Also, schlimmer geht's kaum. Gut, dann lassen wir es auch sein. Eieieiei. Das ist doch... das ist doch mies. Das ist mies. So, verteidigen. Dann haben wir hier, glaube ich, alles, ne? Ja, dann haben wir alles in der Bronze-Dings. Wenn wir es hier noch verteidigen sollten. Ja. So, spontaner Matchday, den habe ich ja nicht angekündigt. Theoretisch wäre, wenn das jetzt echt hier gar nicht funktioniert. Weil theoretisch schon, Spiel wäre schon praktisch, ne? Also heute. Danke. Und das war's. Achso, okay. Also haben wir einfach nur einmal versagt und dann war's da schon. Platz 8. Ist in Ordnung. Wir rücken ganz weit nach vorne. Auf Platz 1 ist Robert 12 BVB 09. Wahrscheinlich gibt es einfach diese Skillspiele, die sind einfach grundsätzlich nicht so angesehen irgendwie, keine Ahnung. So, wieder geschnitten. Es ist heute so ein Schnitteteil, ne? Es ist so heute so ein schicker Schnittenteil. Weil heute geschnitten Brot läuft oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Gucken wir mal. Aber ich habe auch ehrlich gesagt bei EA nicht gesehen, dass sie irgendwie Serverarbeiten oder sowas machen, ne? Also, nächster Versuch. Wir wollen den Cup spielen. Wenn das nicht geht, dann spielen wir auch diesen Cup grundsätzlich nicht. Auch heute Abend nicht. Spielen wir nicht gegen Ajax Amsterdam. Das ist dann einfach so. Und haben dann allesamt hier verlängert, ohne dass wir irgendwie spielen konnten. Jupp, das war's dann. Schade eigentlich. Dann spielen wir nicht den Cup, dann gibt's auch dieses diese Mannschaft nicht. Dann spielen wir, ja, morgen erst. Wie gesagt, ich kann leider nichts dafür. Ihr seht ja mein Problem. Und das heißt, heute keine drei Folgen, sondern halt nur diese und diese Ingolstadt-Folge. Und wie gesagt, es tut mir leid. Und ich kann, wie gesagt, nicht viel dafür. Und wir sehen uns dann. Morgen wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Wenn nicht, kann ich niemanden dazu zwingen. Bis morgen. Sorry. Tschüss.